Servus und was geht ab? Ich bin's Platin Mike. Ja, ihr habt richtig gehört, Platin Mike. Ich habe letzte Woche meinen Namen von Mike33 zu Platin Mike geändert. Einfach aus den Gründen. Einmal ist der Name oder er hört sich einfach viel besser an. Zweitens, er ist kurz und knackig. Und drittens, dieser Name ist einfach viel einfacher zu merken. Denn mir ist aufgefallen, Mike33, das bleibt nicht jedem im Gedächtnis. Und ich werde einfach immer mit Mike oder Platin Mike angesprochen. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, Platin Mike wäre definitiv der bessere Name für mich. So, kommen wir jetzt zu der Folge von Platin Mike. Ich habe ein besonderes Spiel für euch und zwar Resident Evil 2 Remake. Was ein geiles Remake. Das muss ich mal an dieser Stelle einmal erwähnen. Es ist schon ein paar Jahre alt, ich weiß. Ich habe es jetzt erst letzte Woche auf Platin gespielt. Und ich muss euch sagen, von Anfang bis Ende einfach gelungen. So, ich werde einmal mit euch die Trophäenliste mehr oder weniger durchgehen. Werde aber nicht zu allem etwas sagen, weil vieles ist einfach überflüssig. Werde das Spiel bewerten, danach die Platin-Trophäe bewerten und dann war's das auch. Aber ich werde zwischendrin eine kleine, ja, wie soll ich sagen? Ich habe eine kleine Überraschung für euch, die möchte ich euch zeigen. Vor allem für die Zuschauer, die das Originale auch gespielt haben von damals, von 98. Ich möchte euch einfach was zeigen. Es ist einfach was richtig, richtig Schönes. Das wird euch auf jeden Fall gefallen. So, aber ganz kurz noch was zu mir und Resident Evil 2. Und zwar war Resident Evil 2 das allererste Resident Evil, was ich in meinem Leben gespielt habe. Ich war 8 oder 9 Jahre alt, ich kann es euch erzählen. Und mein Vater hat dieses Spiel meinem großen Bruder gekauft. Und mein Bruder war das Wochenende nicht da und das Spiel lag bis Sonntag im Regal drin. Und ich habe das irgendwann mal Sonntagabends aus dem Regal raus. Es war keiner da. Bin rüber ins Zimmer, habe es in die PlayStation 1 reingelegt. Und die meisten werden sich noch von euch daran erinnern, was am Anfang kommt. Na, der Sound von der PlayStation 1, wenn sie bootet oder das Spiel bootet. Dann kommt dieses kurze Video, was am Anfang kommt. Danach kommt ja das Bild, wo er auf Englisch steht, übersetzt, dieses Spiel ist brutal. Da ist ja auch dieses Raccoons Police Department kurz zu sehen. Danach kommt ja ein kurzes Video. Und danach kommt man ja ins Hauptmenü. Und da ist ja das riesengroße Auge zu sehen. Daran kann ich mir noch so gut erinnern. Und wenn man dann auf neues Spiel drückt und hat X gedrückt, dann, was hat er dann jedes Mal gesagt? Resident Evil 2. Geil, oder? Und das war mein allererstes Erlebnis mit Resident Evil. Ich habe mit Leon damals das allererste Mal gespielt. Na, es waren ja damals 2 CDs auf der PS1 und das weiß ich noch ganz genau. Und ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich habe angefangen. Ihr kennt noch die Stelle, da brennt es überall und man muss ja nach links laufen Richtung Candle Shop. Und ich habe die Zombies gesehen damals, ich weiß noch, ich habe alle Tasten wie blöd gedrückt. Habe dabei einen Schuss durch Glück abgefeuert, bin aber danach gleich gestorben, aufgefressen worden. Und das war's dann für mich und Resident Evil 2. Erstmal. Na, ich habe es dann irgendwann mal in meiner Jugend nochmal gespielt. Geile Sache auf jeden Fall. So, und da habe ich mich natürlich umso mehr auf das Remake damals gefreut. Ich muss es kurz erzählen. Das Spiel ist angekommen. Ich habe die Tür verschlossen. Ich habe die Rollos runter. Ah, kurz, einen Schritt zurück. Ich habe die Tür verschlossen. Ich habe die Klingel abgestellt, die Rollos runter. Alles war dunkel. Und ich habe mein Handy ausgeschaltet. Ich habe in der ganzen Woche, dafür habe ich mir noch Urlaub genommen, habe ich nur Resident Evil 2 Remake gespielt. Geil einfach. Geil, geil, geil. So, kommen wir jetzt zu den Trophäen. Na? Ihr seht schon, 100%, 100%, 100%. Ich habe 36 Stunden gebraucht. Ich habe aber auch viel Just for Fun einfach gespielt, weil ich liebe dieses Spiel einfach und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Na? So, ich würde sagen, gehen wir erstmal aufs
Hauptspiel. Wir fangen ganz unten an mit der ersten Trophäe, die ich damals gekriegt habe. So. Die Stadt der Toten. Erreichen Sie die Polizeistation. Warum sage ich oder nenne ich diese Trophäe gerade? Einfach aus dem Grund, die Polizeistation ist für mich einer der legendärsten Orten in der Spielegeschichte überhaupt. Das war einfach, das hat sich bei mir eingebrannt. Ich denke mal, bei jedem, der das damals gespielt hat, das war einfach legendär. Damals auf der PlayStation 1 gab es nichts Vergleichbares wie Resident Evil. Na, einfach, das hat einfach der Horror, das war Horror vom Feinsten einfach, ne? Polizeistation, Zombies, man konnte schießen, man musste Rätsel lösen. Dann hat es so einen gewissen Horrorfaktor gehabt. Ich habe mir damals beim Zuschauen allein schon die Hose gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Das war was Besonderes für damalige Zeiten einfach, ne? So, erster Einbruch. Knacken Sie einen Tresor mit Zahlenschloss. Gab es ja im Originalen damals auch nicht. Gab es damals nicht, genau wie diese hier auch nicht. Na, mit den Inventarplätzen im Original waren es, wenn ich mich richtig erinnere, 8 Inventarplätze. Na? Das sollte Sie auffallen. Vernageln Sie ein Fenster mit Holzbrettern. Geile Sache. Wisst ihr, warum ich das so sage? Weil damals im Originalen weiß noch, da hat man ein Kabel gefunden. Das Kabel hat man in diesen Schaltkasten installiert und dann konnte man die Rollos runterfahren. Na, und dann konnten die Zombies nicht durch die offenen Fenster kommen. Hier war das dann durch die Holzbretter. Fand ich auf jeden Fall auch sehr gelungen. Überlebensgrundlagen, na, Gegenstände kombinieren ist unwichtig. Panzerknacker, knacken Sie einen tragbaren Tresor. Gab es ja hier auch zum ersten Mal dann. Nimm das. Da muss man einfach einen Konter machen mit einer Blankgranate oder Granate. Das kennt ihr alles selber. So. Weg zu Göttin. Lösen Sie das Puzzle der Göttinnenstatue. Ich weiß noch, im Originalen, wenn man ins Police Department reingekommen ist, was hat man im Vordergrund gesehen? Die Statue. Die Göttinnenstatue. Und damals hat sie ihren Schlüssel gedroppt und hier hat sie ihren Weg geöffnet in den geheimen Bereich, wo es dann zum Boss ging. Ne? Fand ich, wisst ihr, was ich so geil an dem Remake war? Man hat das Spiel schon verändert, aber man hat vieles aus dem Original übernommen. Wisst ihr, was ich meine? Und man hat es nicht so, man hat nicht gesagt, komm, wir machen komplett was Neues, sondern die haben auf dem Alten aufgebaut. Und das fand ich einfach super. Na, Waschbärbekämpfung, das sind Sammelgegenstände. So, schießen Sie Tyrant den Hut vom Kopf. Eine richtig coole Trophäe, na, weil das habe ich per Zufall bekommen. Ich denke mal, die meisten von euch auch. Einfach den Hut runterschießen und was hat man gesehen? Seine Glatze. Deswegen hat er wahrscheinlich auch den Hut bekommen. Ich muss aber auch sagen, der Hut hat sehr gut zu seinem Mantel gepasst. Na. So, Ohrensausen. Lähmen Sie den Hörsinn eines Lickers. Geil, geil, geil. Wisst ihr warum? Weil der Licker hier in dem Spiel noch viel, viel besser rüberkam wie im ersten Teil. Wer kann sich noch ans Original erinnern? Man ist durch den ersten Gang gelaufen, aber bevor man da durchgelaufen ist, ist doch der Licker an der Außenscheibe geklettert. Und dann, wenn man doch durch die Tür ist, aber wie war das damals mit den Türen? Man wollte durch die Tür, dann kam ja diese Ladesequenz, wo sich die Tür geöffnet hat. Legendär einfach. Legendär. Das hätten sie hier. Also ich muss sagen, das fehlt mir schon ein bisschen. Das war damals so gerade auf der PlayStation. Du bist durch die Tür und man hat richtig gesehen, wie er die Tür öffnet. Also in dem Ladebildschirm. Das war doch einfach so geil. Na, das ist einfach legendär. Legendär. So, und was noch richtig geil war, was mir aufgefallen ist, der Licker, der konnte ja nicht sehen, sondern nur hören. Und wenn man langsam an ihm vorbeigelaufen ist, hat er einen gar nicht wahrgenommen. Und dann hat man richtig gesehen, wie er mit seiner Zunge immer hin und her spielt. Einfach geil, oder? So, schießen Sie auf die Granate, die Sie einem Gegner in den Mund gerammt haben. Guten Appetit, das denke ich auch. Guten Appetit, Zombie. So, entkommen Sie aus der Polizeistation. Da ist man dann entkommen aus der Polizeistation. Dann ging es Richtung Kanalisation so langsam, ne? Aber dann
kam man ja als erstes, wenn man mit Leon gespielt hat, Richtung Kendos Waffenshop. Und ich muss sagen, fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte gerne Kendos Shop wieder am Anfang gehabt, wie im Original. Ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass es schlecht war. War trotzdem auch sehr gut. Aber ich muss sagen, das Originale hat mir an der Stelle einmal besser gefallen. So, erfolgreich gehackt. Anpassung, das ist, finde ich, unwichtig. Na, modifizieren Sie eine Waffe. Erfolgreich gehackt. Schließen Sie Ada-Segment ab. Richtig, richtig geil, dass man mit Ada spielen konnte. Genau wie im Original. Im Original war es ein bisschen anders. Hatte ich in Erinnerung. Da musste man ja Ada hochhelfen. Da musste sie durch den Schacht klettern. Wer kann sich noch dran erinnern? Geil, geil, geil. So, Schlosser. Ich bin auch gelernter Schlosser, mag aber meinen Beruf nicht. Der ist zu schlecht bezahlt. Na, öffnen Sie alle Tresore und Schlösser im Spiel. Ich brauche eine Dusche. Entkommen Sie aus der Kanalisation. Leute, die Kanalisation. Einfach ein geiler Ort. Der war sehr gut gelungen. Aber was ich richtig nervig fand, das waren diese dicken Relaxo-Zombies. Ihr wisst schon, welche ich meine. Diese richtig fetten, die aus dem Wasser kamen und einen gepackt haben. Eieiei. So, im Hand umdrehen. Besiegen Sie Super Tyrann mit mindestens 5 Minuten. Sorry, bis zur Detonation. Richtig, richtig, richtig geil, das schwöre ich euch. Ich fand diesen Kampf einfach episch. Schaut euch diesen Gegner einfach mal an. Wie so ein Zombie-Cyborg. Richtig, richtig, richtig geil. Na, ein neuer Held. Das erste Mal Resident Evil auf der PlayStation durchgespielt für mich. Na, ich habe es ja damals zum Release auf der Xbox gespielt. Ein neuer Held. Schließen Sie Leons Kampagne ab. So. Geil. Was soll ich dazu sagen? Ein toller Moment. Ich habe es dann noch 10-mal durchgespielt wahrscheinlich. Just for fun. Wie oft habe ich es denn durchgespielt auf der PlayStation? Ich weiß es nicht. Aber werden schon ein paar Mal gewesen sein. Auf jeden Fall. So. Wie Tontauben schießen. Schießen Sie einen Zombie oder Licker aus der Luft. Na, selbst erklären. Gute CO2-Bilanz. Machen Sie höchstens 14.000 Schritte in einem Spiel. Ich glaube, was eine geile Trophäe. Die finde ich so geil. 14.000 Schritte. Wie viel Kilometer werden es ungefähr sein? Einen Moment, ich will mal kurz nachschauen. Na, 14.000 Schritte, dann weiß man ungefähr, wie viel Kilometer man in einem Durchgang gelaufen ist. Also hier 5000 bis 3,5 Kilometer, 5, also ungefähr 10 Kilometer, ob das jetzt stimmt. Aber dann weiß man, was man ungefähr im Spiel gelaufen ist. Und wenn man das so sieht, ist das Spiel eigentlich recht klein. Ne? Es sieht groß aus, wenn man durch die Polizeistation läuft, durch die Kanalisation und dann auch im Labor. Aber so groß wirkt das Spiel nicht. Ne? Aber was ist ja nicht schlimm. Ich wollte es nur mal hier anmerken. So, Leon S. Kennedy. Schließen Sie Leons Kampagne auf Standard oder Veteran mit Rang S ab. So, Zombie-Massaker. Töten Sie 3, das ist unwichtig. So, am ersten Tag schon Veteran. Schließen Sie Leons Kampagne auf Veteran ab. Einfach geil. Einfach ein geiles Game. Ne? Schließen Sie Sherry's Segment ab. Hat mir persönlich nicht so gefallen. Ich fand es aber jetzt nicht verkehrt. Na, finden Sie mit Hilfe der Fotohinweise 2 versteckte Objekte. Warum sage ich das nochmal so deutlich? Denn diesen Fotoentwicklungsraum gab es auch damals im Original. 1:1, genau wie im Original. Man ist in den Safe Room rein, ist hinten rum und dann ging es da hinten rein in den Fotoentwicklungsraum. Geil, oder? So, besiegen Sie G-Phase 2 und setzen Sie den Kral dabei nur einmal ein. Fand ich auch sehr gelungen. Ich fand hier alles sehr gelungen. Die Bosskämpfe. Na. Man darf auch nicht vergessen, das Krokodil gab es ja hier auch wieder. Na? Genau wie im Original in der Kanalisation. Darf man nicht vergessen. Maximieren Sie Ihre Inventarplätze. Na, unwichtig. Besiegen Sie G-Phase 4 mit mindestens 4 Minuten bis zu Detonation. So.
heiße blutrote Helden. Schließt sie Claires Kampagne auf Standard-Veteran mit Rang S ab. Ich muss sagen, die Kampagne mit Claire auch richtig geil. Aber ich habe am liebsten mit Leon gespielt. Einfach mein Lieblingscharakter überhaupt aus der Resident Evil-Reihe. Na, mit dem spiele ich halt am liebsten. So, schließen Sie Claires Kampagne ab. Geil wie immer. So, Superspion, schließen Sie Ada Segment ausschließlich unter Verwendung des IMF Visualizer ab. Na, das war ja dieses kleine Gerät, mit dem man den Stromkreislauf verändern konnte, so rum. Na, Frugalist, schließen Sie das Spiel ab, ohne ein Heilungsobjekt zu verwenden. No problemo. Sieg über Umbrella, erleben Sie das wahre Ende. So, entkommen Sie in Sherrys Abschnitt innerhalb von 60 Sekunden aus dem Schlafzimmer. Da musste man ja das kleine Rätsel dazu lösen, mit den Steinen richtig drehen. Dann hat man ja die Schere gekriegt. Schließen Sie Claires Kampagne auf Veteran ab. Na, Veteran, Studentin, schaut mal, wie sie aussieht. Total fertig, total abgemagert. Na. So, Minimalist, schließen Sie das Spiel ab, ohne die Inventarbox zu öffnen. Na, so typisch Resident Evil einfach hier alles, ne? So, zerstören Sie alle Mr. Raccoons. Das habe ich letzte Woche im Hotel gemacht. Ich hatte Schulung. Ich habe gedacht, ich nehme meine PS5 mit ins Hotel. Weil was soll ich denn den ganzen Tag auf dem Hotel machen? Nur lernen, das funktioniert nicht. Ich habe mir einfach gedacht, ich nehme meine PS5 mit. Ein paar alte Spiele, die ich nicht auf Platin gespielt habe, weil ich einfach keine Zeit hatte. Mir fehlt es immer an Zeit. Und dann habe ich Star Wars Jedi Fallen Order auf Platin gespielt und Resident Evil 2. So. Und ja, war auf jeden Fall eine coole Sache. Da seht ihr mal, wie besessen ich vom Zocken bin. Ich nehme sogar, wenn ich auf Geschäftsreise bin, sage ich jetzt mal, nehme ich sogar meine PS5 mit. Ich habe mich vorher sogar erkundigt, was sie für ein Fernsehmodell hatten. Das Hotel war erst 3 Jahre alt, zum Glück. Die hatten noch nagelneue Fernseher, Smart TVs mit HDR und 4K und war auf jeden Fall alles cool. So, das habe ich auch im Hotel gemacht. Sammelobjekt hier, Sammelobjekt da. Besiegen Sie einen Gegner mit dem Messer, habe ich fast zum Schluss gemacht. Schließen Sie den Zusatzmodus, den Ford Survivor ab. Das habe ich zum krönenden Abschluss gemacht. Fand ich auf jeden Fall echt cool. Ich habe nicht lange dafür gebraucht, ein paar Versuche. Also ein paar heißt 4-5 Stück ungefähr, wenn überhaupt. Ja, so viel werden es nicht gewesen sein. Was hat es gegeben zum Ende? Schalten Sie alle Trophäen frei. Einwohner von Raccoon City. Geil, geil, geil. Ich habe mich mega gefreut auf jeden Fall. So. The Ghost Survivors. Das war das nächste. Ich habe mir einfach gedacht, ich will nicht nur Platin, ich will die 100%. Und ich habe vielleicht gedacht, ich schaff's nicht, weil viele Zuschauer mir gesagt haben, hey Mike, ein wahrer Sheriff, diese Trophäe ist wirklich schwer. Und ich habe mir gedacht, oh nee, nicht schon wieder so ein Gebuckel und Rumgemache. Und ich habe mir gedacht, ich werde schon einen ganzen Tag dafür brauchen. Aber zum Glück ist es nicht so gekommen. Ich habe den Stream gestartet und habe an dem Tag dafür genau 2 Versuche gebraucht. Wirklich 2 Versuche. Am Vortag waren es auch 2. Das war abends, da war ich schon müde. Habe ich 2 gebraucht. Und am nächsten Tag im Stream habe ich 2 gebraucht. Insgesamt 4. Ist mir sehr gut gelungen auf jeden Fall. Fand ich richtig, richtig geil. Na? So, Mr. Matschbär, da musste man auch wieder alles sammeln in den Ghost Survivors. Aber ganz kurz, ich muss mal was sagen. Ich fand das richtig, richtig geil. Aber ich persönlich hätte mir gewünscht, man hätte vielleicht nochmal so ein DLC einbauen können mit Ada, wo man zum Beispiel mit Ada spielt und man einfach sieht, oder man muss sich den Weg zum Beispiel bis zum Labor, man sieht halt, wie man zum Labor kommt, man muss das ganze Szenario einfach spielen, oder man kann ja auch mit Kendo spielen, aber ich hätte mir das mehr so gewünscht wie so eine Story. Wisst ihr, was ich meine? Na, ich fand es hier auf jeden Fall nicht schlecht, aber ja, es war gut, aber hätte man das so mehr als Story verkauft, das wäre richtig geil gekommen. Das schwöre ich euch. Vor allem mit Ada, wenn man einfach durch Raccoon City so ein bisschen läuft, na, wäre auf jeden Fall cool gewesen. So, und zum Schluss kommt noch eine Überlebende. Lesen Sie einen Brief, der von Jill zurückgelassen wurde. Jill auf den Fersen. Man sieht schon Jill
von Resident Evil 3 Remake. Und das war hier ein Brief, den hat sie hinterlassen. In Kendo Shop war das, ne? Genau, in Kendo Shop. Und das war's dann. Das waren alle Trophäen. Geile Sache. Und ich habe jetzt noch was viel Besseres für euch. Schaut mal her. Ich stehe jetzt hier. Einen Moment. Ich zeige euch mal was. Ich mache auch extra noch mal ein bisschen lauter. So, Resident Evil 2, das Originale. Na, man ist durch die Korridor gelaufen, durch die engen Räume, hat die Zombies getötet. Vielleicht hatte man keine Munition mehr und war dann froh, wenn man wohin gekommen ist, zu einem Safe Room. Und wenn man an einen Safe Room denkt von Resident Evil, an was denkt man? Da an die Kiste, an die Schreibmaschine, an Farbbänder gab es ja damals und an was noch? An die Musik vom Safe Room. Man ist da reingekommen, man hat gewusst, okay, ich kann jetzt kurz mal entspannen, speichern oder erst in die Kiste reinschauen, dann speichern und dann geht's wieder weiter. So, hören wir uns jetzt mal kurz an. Einfach mal nichts sagen, nichts tun, einfach mal zuhören, einfach mal entspannen, so würde ich mal sagen, ne? Also wenn ich das höre, denke ich einfach an die alten Zeiten von früher. So, ich mache ganz laut. Einfach zuhören jetzt. Ist das nicht toll? Legendär einfach. Geil, oder? Was soll ich noch sagen? Na? Ich erinnere mich, wenn ich das höre, so an die alten Kindheitstage zurück. Von der PlayStation 1, na, wo ich das dann auch bei meinem Bruder gesehen habe. Ich habe es dann irgendwann mal selber als Jugendlicher gespielt. Einfach geil, oder? Ist es nicht toll? Ist das einfach nicht toll? Na, so, aus die Maus. So, genug Nostalgie. Ich möchte euch den Moment nicht kaputt machen. Na, im Leben geht es auch wieder weiter. Deswegen kommen wir zur Bewertung vom Spiel. So, ich mache es kurz und knackig. Ich gebe dem Spiel, es kann 10 Punkte geben, 10, maximal 10 Punkte sind möglich. Ich gebe dem Spiel 11 von 10 Punkten. Einfach aus dem Grund. Sehr gelungenes Remake. Es ist Resident Evil 2 geblieben. Wenn man immer noch durch gewisse Räume geht, erinnert man sich einfach zurück. Wow, hey, das war doch früher genauso. Die Zombies, alles ist so. Es ist einfach so geil. Es ist durch und durch einfach gelungen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach ein brillantes Spiel. Deswegen 11 Punkte. Und den Bonuspunkt gibt es einfach noch oben drauf, weil dies einfach ein Stück aus meiner Kindheit ist. Ich denke mal bei vielen anderen auch. Na, oder bei anderen war es wahrscheinlich dann in der Jugend, so wie bei meinem großen Bruder. Ja, geile Sache einfach. So, kommen wir zum letzten, zum Bewertung der Platin-Trophäe. Da habe ich mir auch meine Gedanken gemacht.
da gibt's eine... Komm. Eine 3 von 10. Warum eine 3 von 10? Ganz einfach, weil es heutzutage möglich ist, sich unendlich Munition im Store zu kaufen. Und wenn man das einfach macht, hat man Raketenwerfer mit unendlich Munition, Messer mit unendlich Haltbarkeit, unendlich Munition für Pistole und die MP5 mit unendlich Munition. Und ich muss euch sagen, das ist dann wirklich ein Kinderspiel. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit Resident Evil, ist es wirklich kein Problem. Na, und das Spiel ist auch an sich nicht so schwer. Aber ich habe es im ersten Moment nicht so gesehen als, ey, komm, ich hole mir nur die Platin-Trophäe. Sondern ich habe es einfach gerne gespielt. Auch just for fun. Deswegen kommen auch wahrscheinlich diese 36 Stunden zusammen. Na, sind ein bisschen viel, aber wen juckt's, oder? So ist es aktuell bei Ghost of Tsushima auch. Na, ich habe da Stunden ohne Ende drauf, aber ich hab's auch einfach just for fun gespielt. Genau hier ist es dasselbe. Na, und ja, was soll ich sagen? Einfach geil, geil, geil. Ach, herrlich, ey. Ich muss das einfach nochmal die Musik hören, weil ich werde es nicht mehr zocken. Ich denke, das war es dann wirklich zum letzten Mal mit Resident Evil 2. Deswegen noch einmal kurz zur Musik zuhören. Das ist so ein Soundtrack. Die Musik, die brennt sich einfach in das Gedächtnis von jemandem ein. Das Spiel ist halt einfach. Das, ja. Einfach. Ist halt einfach was Geiles, ne? So, deswegen kommen wir zum Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, wäre echt cool. Falls ihr noch nicht abonniert habt, ihr könnt abonnieren, wenn ihr wollt. Ne? Würde mich auch darüber mega freuen. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. So, mein nächstes Spiel wird wahrscheinlich... was wird's denn in Platin, Mike? Was? Ich kann's euch leider nicht sagen. Ne? Aber ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall was richtig, richtig Geiles. Deswegen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.